Ja, hallo und herzlich willkommen bei Togo Reisemobile. Wir sind hier, wie ihr erkennt und vielleicht aus anderen Videos schon gesehen habt, in Salzburg. Und ich habe einen seltenen, tatsächlich glaube ich unseren ersten Gast. Wenn man mal meinen Bruder und meine Mutter ausblendet, mit denen ich Videos gemacht habe, ist es der erste Externe, den wir hier haben. Oh, das ist eine große Ehre, Markus. Toll, ich kann sagen, herzlich willkommen. Und wir haben hier so viel nebeneinander gesprochen. Jeder, die Extrameile, das habe ich schon in anderen Videos gesagt, die wir für euch gehen, damit ihr informiert seid. Wir machen ja quasi die Präsentation der Hersteller. Wir haben schon ein bisschen gesprochen. Wenn ihr sehen wollt, was wir so an Modell-Highlights in den Aufstelldach-Varianten für uns auserkoren haben, dann solltet ihr auf den Kanal von Metzing gehen. Wir verlinken euch das erste Video mal unten in der Videobeschreibung. Und wir gehen jetzt mal so ein bisschen durch und zeigen oder erzählen euch, was wir noch an Ausstattungsdetails wirklich wichtig finden, oder? Das machen wir einfach mal als zweiten Teil und dann geht's los. Ja, sehr schön. Ja, viele der Fragen, die wir uns tatsächlich stellen oder die ihr bekommen habt, wo man uns heute auch versucht hat, noch mal ein bisschen Input zu geben, ist, wie das mit Liefersituation weitergeht, wie das bisher war. Und das ist, ich glaube, also was mir heute wirklich geholfen hat, ist, dass die Vertriebsleitung uns so ein bisschen dargestellt hat, warum das alles passiert ist. Das macht es zwar ehrlicherweise nicht besser unterm Strich, aber es erklärt einfach, was da war. Und ich traue mich gar nicht so richtig in eine Prognose zu gehen. Und eigentlich haben wir auch keine klaren Aussagen bekommen, wie es weitergeht, oder? Ja, es ist von so vielem abhängig. Von der Spedition, von den Fahrzeugen, die irgendwo stehen. Es ist abhängig von Teilen, die immer noch fehlen. Das wurde auch deutlich gesagt. Corona und Ukraine-Krieg sind immer noch zu spüren in Sachen Zielzuliefer. Das sind zwar eigentlich abgenudelte Argumente, aber sie sind halt de facto, haben wir viele Spätfolgen. Ich finde, wir sollten mal fragen, ob wir, es gab ein Foto von der Bahnlinie, die vom Fiat-Werk wegführt. Das hat mich sehr beeindruckt. Wir gucken mal, ob wir das kriegen können und euch einfach jetzt noch mal drüber blenden können, weil einfach keine Bahnlinie mehr da ist. Das ist tatsächlich einfach. Und das sind so Sachen, die uns so auf die Füße fallen. Und auch aus unserer Sicht ist ja immer so, dass die Hersteller uns zwingen, irgendwelche Dinge zu machen. Aber wenn man dann hört, dass Pössl eben auch Kurzarbeit in dem einen Werk, weil keine Chassis da sind, ich glaube, in Dachwiek, also dem anderen Werk, 2 Monate Produktionsausfall. Januar, Februar stillgestanden. Kurzarbeit für die Mitarbeiter, weil keine Autos kommen sind. Ja. Und es ist tatsächlich schon so, wir sind ja heute hier, um euch eigentlich einen super positiven Ausblick zu geben. Und ich glaube schon, dass das in die richtige Richtung geht. Mhm. Aber es bleibt wahrscheinlich unüberschaubar. Man arbeitet damit, dass man uns zumindest sagt, es gibt mehr Zugeständnisse, was Preise und Geltungsbereiche von Preisen angeht. Aber das solltet ihr dann mit uns individuell im Rahmen der Fahrzeugbestellung besprechen, was wir versprechen können und was nicht. Ich weiß noch nicht, wie wir damit umgehen. Also konkret, wenn mich heute ein Kunde fragt im Beratungsgespräch Lieferzeit, dann sage ich ungefähr 12 Monate. Und wenn der Kunde dann fragt, wie sicher ist das, dann sage ich nicht sicher. Plus minus 6 Monate. Plus minus 6 Monate. Ja, ist tatsächlich so. Hoffen wir, dass es schneller geht. Ja. Die Liefersituation entspannt sich, haben wir heute auch gehört. Ja, definitiv. Definitiv, die entspannt sich. Aber was ist, wenn wieder irgendwo eine Sache hakt und dann kann sein, dass halt doch wieder. Ja, wir haben auch gehört, die kürzeren Fahrzeuge 45er sind besser und schneller lieferbar wie die längeren 6 und 6,40 Meter. Und ja, je nachdem, es gibt so viele Sachen, die da mit reinspielen, wo es schwierig ist, da eine klare Aussage zu treffen. Ich sage 12 Monate plus, hoffen wir, dass es klappt. Ja, wir gucken mal, was passiert. Wir haben ja vorhin schon ein bisschen über die ganzen Vanline-Autos gesprochen. Mhm. Was uns noch so ein bisschen aufgefallen ist, was ein echtes Highlight für die kommende Saison ist, ist, glaube ich, dass wir die neuen Heckküchen kriegen, wo wir bisher immer ja gesagt haben, okay, es gibt eine schöne Lösung von Pössl, die aber eigentlich zu teuer ist. Mhm. Und jetzt gibt es eine schöne Lösung, die in verschiedenen Varianten da ist und attraktiv ist, oder? Also ich finde, das ist was, was man jetzt gut mitbestellen kann. Und vor allem zum super Preis von unter 1000 Euro eine Box mit Heckauszügen von weit unter 1000 Euro mit einem eigenen Kistensystem drin. Genau. Mit der Option noch zusätzlich die Infrastruktur von einer schönen Küche mitzumachen mit Wasser und Kochfeld. Also da bin ich auch erstaunt und freue mich drüber. Das kommt ganz bestimmt gut an auf dem Markt. Und wann dürfen wir mal Preissenkungen verkünden? Letztes Jahr hatten wir 2699 für die Kitchen and Sleep.
die große? Oder über, zwei, drei, sieben? Über 3000. Über 3000. Ja, guck mal, sie ist so selten verkauft, weil sie so teuer ist. Jetzt reden wir über 1149,99. Mit Schlafen, mit Kochmöglichkeit, mit mehr Stauraum für eine größere Kühlbox. Und im Prinzip im ähnlichen Prinzip. Also so, dass ich denke, jetzt passt es auf jeden Fall auch zu den Autos und passt auch zu dem, was wir bei Pössl eigentlich sein wollen, nämlich gut und günstig und nicht irgendwie abgehoben nach oben. Eine Neuigkeit ist ja auch, dass die D-Line-Fahrzeuge bei Detlefs noch ein paar Jahre der Vertrag verlängert wurde und weitergebaut werden in der fast der gesamten Modellpalette wie die letzten Jahre. Wie laufen die D-Line-Fahrzeuge bei dir? Kommen da Kunden und sagen, ich will ein Summit oder will ein D-Line-Fahrzeug? Ich glaube, das ist bei dir? Typfrage. Also es ist tatsächlich einfach, was will ich für einen Grundriss? Will ich ein hohes Auto? Es gibt ja Situationen, da komme ich um die D-Line gar nicht drum herum. Will ich ein Road Cruiser XL oder ein Revolution, also ein hohes Auto oder ein großes Bett, sind das Dinge, die ich nur da habe. Aber auch so eine verrückte Situation, die so viel über unser letztes Jahr letztendlich widerspiegelt, wo es erst hieß, gar keine D-Line-Autos. Dann hieß nur ein bestimmter Anteil D-Line-Autos. Jetzt von der Plus-Palette fallen ein paar weg, jetzt sind sie doch alle wieder da. Auch da gibt es die Plus-Modelle weiter, sogar jetzt wieder als Fiat. Also ich denke, zwar nur als Handschalter als Fiat, aber es ist einfach, nichts ist 100% beständig. Deswegen machen wir die Kanäle, um euch zu informieren und halten euch up-to-date, denke ich. Aber die D-Line-Autos, im Prinzip könnt ihr wieder aus dem Vollen schöpfen. Also wer sich geärgert hatte, dass es kein Roadster 600L oder sowas mehr gab. Die Tore sind wieder jetzt offen. Jetzt haben wir ihn wieder. Eigentlich nur als Info, rausfallen tun der Petrolex, der Road Cruiser Evolution und? Der Evolution und? Zwei kleine, das war noch irgendwas Kleines. Ah, der DK. Roadster, guck mal. Roadster der Kameramann DK. Ist cleverer als wir zwei zusammen. Aber der Roadster muss, DK, der P2 Relax und der Evolution, die drei fallen raus. Sind aber auch Autos, die für uns keine große Rolle gespielt haben. Aber die und noch ein vierter im Bunde fällt auch noch raus, der kurze Kleine. Der hat keine so hohe Verkaufszahl gehabt, das ist der Roadcamp. Der normale Roadcamp, aber den R gibt es weiter. Der R gibt es weiter. Achso, genau. Und da gibt es dann nur noch Elegance, weil das die meisten von euch bestellt haben. Also auch da geht es ordentlich weiter. Wir freuen uns auf jeden Fall auf euch auf den Handelsplätzen. Und jetzt geht's weiter? Und jetzt geht's weiter. Jetzt geht's bald auf die Autobahn hier. Ja, oder und ins Flieger. Nächste Woche wieder in die Firma. Ja. Und dann bringen wir diese neue Informationen mit an die Basis. Und da freue ich mich drauf. Stück für Stück zu euch an die Monitore und alles. Und wir sehen uns, glaube ich, das nächste Mal in Düsseldorf wieder. Ne? Und da freue ich mich drauf, Markus. Alles klar. Alles klar. Ciao. Kommt gut nach Hause. Gute. Danke. Und ihr macht euch eine schöne Woche. Bis bald. Liebe Grüße.